Hallo, ich zeige dir hier, wie du dein Pong-Spiel so erweitern kannst, dass sobald du 10, 20, 30, 40 oder 50 und so weiter Punkte hast, sich die Geschwindigkeit deines Balles erhöht, wie hier in meinem Beispiel, zum Beispiel um 5. Zunächst einmal brauchst du eine neue Variable. Gehst also auf Variablen und auf Neue Variable und nennst deine Variable Geschwindigkeit. Zu Beginn setze ich meine Geschwindigkeit auf 10. Denn ich möchte ja später hier dieses gehe 10er Schritt durch gehe Geschwindigkeitsschritt ersetzen. Das mache ich gleich mal. So. Nun möchte ich, dass die Geschwindigkeit immer um 5 erhöht wird, wenn mein Punktestand 10, 20, 30 und so weiter beträgt. Also im Prinzip jeden 10er Schritt die Geschwindigkeit 5 hoch. Hierzu baue ich in dieses, falls Paddle berührt wird, eine weitere Bedingung ein. Ich gehe auf Steuerung und ziehe ein weiteres, falls dann, hier hinein. Falls also hier oben erfolgreich geprüft wurde, ob der Punktestand durch 10 teilbar ist, soll die Geschwindigkeit um 5 erhöht werden. Das kann ich schon mal machen. Ich gehe auf Variable und gehe auf Ändere Geschwindigkeit um und trage hier noch den Wert 5 ein. Ob der Punktestand durch 10 teilbar ist oder nicht, kannst du mit dem Ist-Gleich-Operator und der sogenannten Modulo-Funktion überprüfen. Die Modulo-Funktion kann den Rest einer Division zweier ganzer Zahlen, also den Rest einer Geteiltrechnung von zwei ganzen Zahlen, bestimmen. Ich überprüfe also hier, gibt der Punktestand Modulo 10 gleich 0. Also wenn quasi mein Punktestand geteilt durch 10 Rest 0 ergibt, dann soll die Geschwindigkeit um 5 geändert werden. Und damit wird dein Pong-Spiel jedes Mal, wenn du einen Zehner mit den Punkten überschreitest, immer etwas schwerer. Probier es doch gleich mal aus. Viel Spaß beim Spielen! Natürlich darfst du die Geschwindigkeitsabstufung auch deinem Geschmack und deinen Fähigkeiten anpassen. Viel Spaß beim Spielen und bis bald!